Oder auch schlecht, weil ich so kein Geld zusätzlich machen kann. Ah ja, ich bin zufrieden. Ich habe jetzt eine ziemlich gute Mannschaft. Ich müsste nur noch den Kanonier hier besetzen. Ja, zur Not würde das halt Ingrim machen. Ja, es gibt halt ein Achievement, wenn ich alle Plätze auf einem Schiff besetze. Also das heißt, alle die hier und wahrscheinlich auch noch die drei Wartenden. So als Ersatzmannschaft. So. You again? Ja, ich möchte gerne deine Waren sehen. Gut. Schiffszeug, ja, eine Flagge. Bringt mir nicht viel. Jetzt ist halt die Frage, ich habe schon eine Dürrwäder Schaluppe und jetzt eine Seefahrer. Was ist eine Dau? You again? Oh. Ich habe jetzt gerade extra einen Quicksave gemacht. Eine Dau ist groß, okay. Und braucht 7 Leute. Ich bin jetzt mal auch so waghalsig und You kaufe mir again? mal Oh. die Galeone. Das ist jetzt ein riesiges Schiff. Sieht man schon an der rastenden Besatzung und an den vielen Kanonen und den Matrosen. Das Ding braucht sogar schon einen Bootsmann. Oder könnte einen gebrauchen. Aber gut, Spielstand laden. Ich will mir nicht gleich 2 Schiffe auf einmal kaufen. Ich will mir erstmal nur die Dau kaufen, weil die ja recht groß ist. Sie ist auf jeden Fall größer als unsere Dürrwäder Schaluppe. Kauf mir dann auch gleich mal ein bisschen Pimp-up für sie, also Steuer und Anker. Und die beiden Verbesserungen um mein Quartier und mein Haustiergehege einzubauen. You again? Oh, come. So, also die Dau. Das Teil ist recht kurz. Schwarzholzrumpf, aber ich glaube, den kaufe ich mir später irgendwann mal. Reparatur, Kanonenschuss brauche ich alles nicht. Ey, hier könnte ich unendlich Bier kaufen. Brauche ich aber auch nicht. Kriegsschiffverstärkung. Nee. Vitrax-Segel. -2 Segelzustand. Nee. Genau, hier den Anker. Habe ich bereits einen. Aber die beiden Sachen habe ich nicht. Und ja, die können wir noch mit. Nein. Danke. So, ein Steuer. Palmsegel. Weil das ist das gute Steuer, oder? Ja, Feuerlaterne. Ich glaube, ich nehme lieber die Feuerlaterne als die Arkane. Ich habe lieber ein richtiges Leuchten auf dem Schiff, nicht so ein blaues Schimmern. Ja, und der Anker, der ist gut, den ich habe. Jetzt noch eine Menagerie. Und eine Quartiere des Kapitäns. So. Da kommt wieder was zusammen an Geld.
Aber das sollte dann alles ganz gut werden. So, erstmal die Mannschaft vom Bord. Gut. Dann ist das unser aktives Schiff. Da, Segelzustand, Rumpfzustand ist schon mal einiges besser. Nur die Kampfgeschwindigkeit und die Reisegeschwindigkeit sind schlechter. Aber nur um 3. Ja, und unzureichende Mannschaft. Wenden dauert aber 2 Runden. Hey, cool. Die Seefahrer hat eine schlechtere. Achso, das ist die Dürre der Schaluppe. Die Seefahrer ist besser. Ja, okay. Aber das Ding ist dann richtig gut. Gut, also du. Warte, du bist unser Navigator gewesen. Nee, du bist unser Chirurg. Ja, du bist unser Chirurg. Unsere Köchin. Steuermann. Du bist der erste Kanonier. Du bist der zweite Kanonier. Du bist Matrose 1. Du bist Navigator. Nee, du bist Navigator. Wobei ich jetzt, da du vielleicht im Augenblick kein guter Steuermann bist, wirst du Bootsmann und du Steuermann. Und du Navigator. Was muss ich denn dem Imbiss, der nutzlose Dumpfkopf? Ja. Koch habe ich eine sehr gute. Rumtrottel regiere. Und noch eine Matrosin. So, damit brauche ich viel Geld. Minus 30 pro Tag. Brauche auch viel Trinken. 11. Aber ich habe eine sehr hohe Reisegeschwindigkeit durch meinen nutzlosen Dummkopf als Navigator. Oh, cool. Was passiert, wenn ich dich dahin packe? Und dich dahin haben wir eine höhere Reisegeschwindigkeit, aber so ist das ganz okay. Farben des Dürrwalds. Wenn ich unser Segel reinpacke, pimpt sich das Ganze. Und unser Rumpfzustand. So. Dauerhaft Menagerie und dauerhaft das. Einfärben das Ganze. Rumpffarbe machen wir mal grau, primär. Segelprimärfarbe blau, zweite Primär Segelsekundärfarbe weiß. Die Defiant 3. Ja. Gut. Würden nur noch 3 Backbordkanonen fehlen. Dann wäre eigentlich das gesamte Schiff besetzt. Unsere Vorräte sind viel höher auch. Es gibt ja sogar ein Achievement. Bringe jede der unterschiedlichen Verbesserungen an einem einzigen Schiff an. Haben wir aber schon.
Hä? Wo ist jetzt meine Laterne hin? Ach, da. So. Gut. Das heißt, ich bräuchte jetzt noch einen guten Kanonier. Und einen Matrosen. Wobei Alt-Engrim Kanonier sein wird, wenn es nötig ist. Ich will ihn jetzt erstmal ein bisschen als Chirurgen pimpen, dass wenn ich Verletzte habe, sie mehr schneller heilen. Gut. Unser neues Schiff ist auslaufbereit. Dann würde ich sagen, laufen wir mal aus. Auch wenn hier immer noch unsere Seefahrer angezeigt wird. Ah, ich bin mal gespannt auf unser neues Schiff. Und ja, irgendwann haben wir halt ein Schiff, das so groß ist, dass wir in Seeschlachten fast unbesiegbar sind. Also uns mit Schiffen, mit den mächtigsten Schiffen anlegen können. So, trinken. Darauf müssen wir halt achten. So. Heiligtum des Eidbinders. Da müssten wir vielleicht irgendwann nochmal reingucken. Da ist Stauholz. Da wollen wir hin nachher. Vor Todeslicht. Vom Sand verschluckte Ruinen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, auf welcher Insel war nochmal. War es wirklich die südlichste Insel? Nein. Auf die Insel habe ich gerade geguckt gehabt. Da ist ein Sturm. Ja, die Thruninsel, genau. Und irgendwo in der Nähe vom Fort Todeslicht war auch noch so eine kleine Insel. Oder war es die hier oben? Ja, die Düsterwasserlagune. Also ich werde Port Maya ansegeln, dann hier rüber segeln. Dann nochmal Todeslicht ansegeln. Hier einen Stopp einlegen und dann nach Stauholz segeln, ja. So, dann segeln wir mal. Unser Rumpfzustand ist gut, Segelzustand ist gut, verletzte Mannschaft keine. Die Moral ist gut. Ja, 15 Tage ohne Essen. Und wie viele Tage ohne Wasser? 3 Tage nichts trinken, ja. So, Port Maya. Da sind wir schon. Ging ziemlich schnell. Wie wäre es mit Vorräten aus Port Maya? Na komm. Machen wir 100 von jedem. Wenn wir schon hier sind. So. Und 100 Ale. Gut. Essen und Trinken ist gesorgt. So.
Jetzt gucken wir mal am Hafen, ob wir da Mayas anderen Kontakt finden. Ist auch interessant zu sehen, dass es eigentlich für jede der fünf großen Fraktionen einen Heimathafen in Anführungszeichen gibt. Kann ich ja nachher gleich zeigen, wenn wir wieder auf See sind, weil jetzt kann ich die Map ja nicht aufrufen. The Republic sure know how to gussy up a village. Ja,